Herzlich willkommen zur Ostfriesen-WG. Heute geht es um das Thema Gehirn und den Gedankenpalast. Daher bin ich nicht alleine und begrüße zwei weitere Personen heute in dieser Show. Einmal den Großmagier aus der Loge, die Feuerkrähe, den Magier Leamas Laugan. Und zum Zweiten begrüße ich auch in dieser Show Professor Naseweis. Okay, dann beginnen wir jetzt mit dem Thema Gehirn. Ja, ich danke dir, HDJ, dass ich dabei sein kann. Heute berichte ich zwar über den Gedankenpalast. Es hat zwar wenig mit Magie zu tun, aber es ist auch ein Teil davon. Und zwar sortieren wir da besser unsere Gedanken und können besser magische Erfahrungen abspeichern. Deswegen berichte ich heute von dem Gedankenpalast. Dieser Gedankenpalast kommt auch in anderen Medien vor. Zum Beispiel kommt das bei Sherlock Holmes, die Serie. Da geht es auch um den Gedankenpalast. Oder von Stephen King, den Horrorfilm Dreamcatcher. Da kommt der Gedankenpalast auch drin vor. Okay, jetzt fange ich mal an. Ja, ich danke dir auch, HDJ, dass ich wieder dran teilnehmen darf. Das letzte Mal habe ich über das Auge geredet, wie wir sehen, und werde heute die Wahrnehmung zum Gehirn rüberleiten. Jo. Dass wir mit unseren Augen sehen, ist nur die halbe Wahrheit. Die Augen wandeln das einfallende Licht um in Nervenimpulse und schicken diese dann an unser eigentliches Sehorgan, das Gehirn. Aus der Signalflut entsteht erst hier eine Wahrnehmung. Zum Beispiel empfängt unser Sehapparat alle Bilder auf dem Kopf stehend. So werden sie zunächst verkehrt herum auf der Netzhaut abgebildet. Doch der visuelle Kortex, unser Sehzentrum, liefert unmittelbar ein korrektes Abbild der Realität. Richtig herum. Aber sich in einer so komplexen Welt zurechtzufinden, geht nicht ohne Verluste. Der Input der Lichtsignale ist so überbordend, dass das Gehirn ständig aussortiert. Es macht Plausibilitätskontrollen, filtert das vermeintlich Wichtige heraus und ignoriert den Rest. Was für uns unbemerkt geschieht, ist ein komplexer Prozess. Die Sehnerven leiten die Reize zum Thalamus, der Zentrale für Sinneseindrücke. Von hier gelangen sie zum Sehzentrum. Das triggert dann eine Signalflut in die Gegenrichtung. Das Sehzentrum füttert nun seinerseits den Thalamus mit den damit verknüpften Erinnerungen. Und dieser Signalfluss rückwärts ist bis zu 6-mal intensiver. Ja, wirklich sehr interessant. Sehr spannend, ja. Die Loki-Methode ist ja die sogenannte Orte-Methode. Das heißt, du hast an irgendeinem Ort über Zettel, DIN A4-Zettel zum Beispiel, wo du dir eine Grafik drauf gezeichnet hast, die Möglichkeit, immer wieder auf eine Information zuzugreifen und die Information im Vorbeigehen passiv aufzunehmen. Diese Zettel kannst du ja überall hinhängen, deshalb heißt es ja auch Orte-Methode. Und das Geniale ist, das ist schon eine supergeile Methode, aber es gibt noch eine bessere.
Das ist der sogenannte Gedächtnispalast. So, jetzt fragst du dich, was ist denn ein Gedächtnispalast? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Stell dir einen ganz, ganz großen Palast vor, der nahezu, ja, was heißt nahezu, er ist unendlich groß. Unendlich groß. Und du bist der Herr über diesen Palast. Dieser Palast gehört dir und dieser Palast ist sogar schon bei dir. Der Palast ist nämlich in deinem Kopf. Du weißt das nur noch nicht. Du musst dir vorstellen, dass du in diesem Palast verschiedene Etagen hast und unendlich viele Räume und Etagen. Und du kannst jetzt einfach, wirklich, wirklich einfach, ist nicht nur einfach gesagt, sondern es ist einfach, du nimmst eine Information und verknüpfst sie mit einem Raum. Du kannst ja ganz spielerisch anfangen und es mit deiner eigenen Wohnung machen, halt gedanklich natürlich. Du verknüpfst eine Information mit einem Raum. Und dann gehst du immer weiter zum nächsten Raum, legst da wieder eine Information rein und so weiter und so fort. Und dann kannst du beispielsweise sagen, diese Etage hier ist Mathematik, die hier ist Physik, die hier ist Englisch oder Deutsch oder wie auch immer. Und dann kannst du in die Etage reingehen, machst eine Tür nach der anderen auf und hast immer das passende Thema da. So, jetzt fragst du dich bestimmt, das klingt ja alles super toll und schön, aber wie genau funktioniert denn das? Das Ganze funktioniert, weil du eine Information mit einem Bild verknüpfst und es an einem konkreten Ort ablegst, den du jederzeit erreichen kannst. Damit das funktioniert, muss dein Bild natürlich aussagekräftig sein und je abgefahrener das ist, desto besser ist es. Ein kleines Beispiel. Als gutes Beispiel für den Gedankenpalast sehen wir hier einen Raum, wo alles auf Polnisch drin steht, um die Sprache Polnisch besser zu lernen. So ähnlich müsste dann das bei dir auch aussehen, dass du dann beispielsweise für eine Klausur, für eine Thematik sagst, in diesem Raum habe ich die Informationen von vorne bis hinten durchgegliedert, ich habe dabei bestimmte Bilder im Kopf, mir fallen dazu bestimmte Dinge ein. Vielleicht sind die auch extrem abwegig, aber wenn du dieses abwegige Bild siehst, fällt dir die andere Information dazu ein. Und dann passiert tatsächlich das, dass du in der Klausur sitzt und sagst, so, ich mache jetzt die Etagentür auf und gehe einen Raum nach dem anderen ab und klapper sozusagen meine Informationsräume ab. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt ist nur noch die Frage, warum funktioniert das? Das funktioniert, weil Menschen sich Informationen leichter merken können, wenn sie ein Bild dazu haben. Das ist dir bestimmt auch schon einmal aufgefallen, wenn du beispielsweise lernst oder dich mit jemandem über ein Thema unterhältst. Und dabei spazieren gehst, dann fallen dir, wenn du über dieses Thema wieder nachdenkst, tatsächlich die Bilder ein, die du beim Spazierengehen aufgenommen hast, sozusagen. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an ein Gespräch mit einem Kollegen, wo wir beide Auto gefahren sind und wir haben uns über etwas unterhalten. Ich habe abends über das Thema nochmal nachgedacht und auf einmal machte es in meinem Kopf bling und ich hatte wieder die Wiese im Kopf, wo wir vorbeigefahren sind, als wir dieses Thema angefangen haben. Und deshalb funktioniert es einfach leichter, sich Informationen mit Bildern zu verknüpfen. Und in diesem Gedächtnispalast ist das Ganze natürlich extrem gut, weil du jederzeit durch dein eigenes Gebilde laufen kannst. Jederzeit kannst du in deine Informationen reingehen und das Geniale daran ist, dass die Sachen nicht so gefühlt, wie du das ja auch kennst, wenn du auf etwas zugreifen möchtest, nicht gefühlt irgendwo sind, sondern du es quasi registriert hast und du quasi nur die Schublade aufziehen musst und reingucken musst und weißt, da ist die Information. Jetzt kommt aber das klassische Aber.
Natürlich gilt auch in diesem Fall, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Übung macht den Meister. Statte deinem Gedächtnispalast regelmäßige Besuche ab. Geh durch jede Etage durch und guck mal, ob noch alles da ist. Ich weiß, es klingt äußerst schizophren, aber es ist beim besten Willen eine super geniale Merkmethode. An dieser Stelle sei nochmal eingeschoben, auch die Römer haben das schon benutzt. Zum Beispiel Cicero, ich hoffe, man spricht den so aus, hat sich seine Reden auf die Art und Weise gemerkt. Und der Mann war ja auch nicht schizophren. Ja, auf jeden Fall, Übung macht den Meister. Und was ich dir auch sagen möchte, fang klein an. Du solltest dich nicht gleich in einen riesen Palast begeben, sondern fang mit einem kleinen Einfamilienhaus an zum Beispiel. Und dann baust du das Ganze immer weiter aus. Und ich hoffe, dass dir das wirklich hilft. Ich finde es selber sehr hilfreich. Ja, wirklich sehr interessant. Sehr spannend, ja. Die Speicherkapazität von unserem Gehirn beträgt ca. 1,4 Petabyte. Das entspricht ca. 2 Millionen CDs. Im Vergleich der schnellste Rechner der Welt, der Earth Simulator in Yokohama in Japan hat 2,3 Petabyte Speicherplatz. Das sind circa 3,5 Millionen CDs. Der genaue Speicherplatz lässt sich nicht auf das Megabyte genau festlegen. Aber sicher ist, dass die Festplatte in einer Lebensspanne von 80 bis 100 Jahren kaum belegt wird. Diese überdimensionierte Platzangebot ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das menschliche Gehirn für einen wesentlich längeren Zeitraum geschaffen wurde. Wie es in der Bibel zum Ausdruck kommt, 800 bis 1000 Jahre alt werden könnte der Mensch. Ich würde mich sehr darüber freuen, beim nächsten Mal wieder daran teilzunehmen und direkt mehr über die Magie zu sprechen. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Dankeschön, bis zum nächsten Mal vielleicht. Auch ich würde mich sehr freuen, beim nächsten Mal wieder dran teilzunehmen. Ich würde gern noch ein Referat halten über Bakterien und Viren nochmal genauer, spezifischer und über das Blut und Blutkreislauf. Dankeschön. Tja, das war's heute schon wieder mit dieser Folge. Ihr dürft dieses Video gerne teilen unter Facebook und anderen Social Medias. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es bitte. Und schreibt bitte in die Kommentare, ob es noch weitere solche Videos geben soll. Vielleicht vertiefen wir die Magie ein bisschen mehr. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Morgen. Einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag und einen wunderschönen Abend und ein schönes Wochenende, wann immer ihr dieses Video schaut. Auf Wiedersehen und tschüss!